PSN-Guthaben, neue PlayStation-Spiele, neue PC-Spiele, neue Games, neue Codes, alles Mögliche auf ineba.com. Meine Partnerseite seit über einem halben Jahr und ich kann euch nur sagen, so viele Leute wie hier schon Geld gespart haben, es ist unglaublich. Ich selbst kaufe mit meinem Code Chappy selber meine Produkte, die ich für die PlayStation brauche, PSN-Guthaben und feiere es jedes Mal aufs Neue. Einfach nicht in meinen Kopf. Oh, komm her. Komm her. Komm her. Er ist da gespawnt. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Es hat ewig gedauert. Ich weiß, einige von euch haben mich vermisst. Andere haben zum Gott oder zum Teufel gebeten, dass ich länger wegbleibe. So oder so, ich bin wieder da. Es gibt sehr, sehr viel zu erzählen. Ich weiß, dass viele von euch wissen wollen, was habe ich die letzten Monate gemacht? Wo bin ich geblieben? Warum kam nichts mehr? Die, die von euch mich in der Freundschaftsliste haben, werden auch gesehen haben, dass ich bis gestern ungefähr 3 Monate kein einziges Spiel gespielt habe oder 2,5 Monate. Ihr wollt mit Sicherheit wissen, warum und das werde ich euch heute auch beantworten. Als allererstes, das hier ist jetzt die... Okay, das hier ist die erste Runde nach wirklich 2,5 bis 3 Monaten. Ich habe kein... Oh... Okay. Ich habe absolut kein Interesse gehabt, in den letzten Monaten auch nur die PlayStation anzurühren. Ich werde es euch erklären. Ihr wisst, ich bin ein großer COD-Fanboy. Ich liebe COD, ich liebe die Franchise, ich liebe alles, was dazugehört. Okay. Läuft auf jeden Fall schon gut so in der ersten Runde. Ihr wisst, das ist alles mein. COD, es ist über die Jahre auch fast egal gewesen, welches das COD es ist. Ich habe sie alle gespielt. Ich habe WW2 noch anfangs gespielt. Oh Mann. Aim ist aber noch da. Wo ist der? Da hinten. Stirb, danke. Black Ops 4 habe ich gespielt. Ich habe sogar eine Woche MW gespielt. Und Leute, das ist jetzt der Grund, warum von mir gar nichts mehr kam. MW ist mit Abstand, mit weitem Abstand, das schlechteste. Okay. MW ist mit weitem, weitem, weitem Abstand das schlechteste Spiel, was ich je gesehen habe. Ich habe noch kein COD erlebt, was dermaßen schlecht ist, was so schlecht umgesetzt ist, was so ekelhaft zu spielen ist und. Und ihr habt es bei Black Ops 4 mitbekommen. Ich habe von Anfang bis Ende die offenen Dinge bei Black Ops 4 kritisiert, die nicht gut waren. Und ich wurde dafür von allen Seiten gehatet. Ich mache das Spiel doch mit Absicht nur schlecht. Mir kann bis heute keiner erklären. Okay, wenn nicht mal Dropshotten funktioniert. Hat er mich gebodyshootet? Nee, hat er nicht, okay. Modern Warfare, du snipest mich nochmal. Ist wirklich so schlecht, dass ich nicht mal die Mühe dafür haben möchte, Videos zu machen, in denen ich kritisiere, was in dem Spiel schlecht läuft. Ich habe es bei Black Ops 4 gemacht. Und mir ist durchaus bewusst, Leute, dass mein Kanal nicht die Reichweite hat, dass, wenn ich irgendwas sage, das auch so umgesetzt wird. Aber ich habe Videos gemacht, in denen ich meine ehrliche Meinung vertreten habe. Und ich wollte einfach nicht in meinen Kopf, wie sie es mit Modern Warfare geschafft haben, nachdem man in Black Ops 4 vieles kritisiert hat, ein dermaßen schlechtes Spiel auf den Markt zu bringen. Also wirklich schlecht. Nicht mal so ein bisschen schlecht oder Dinge, wo man sagen kann, da muss noch dran gearbeitet werden oder die Idee war vielleicht gut, aber die Ausführung war schlecht. Wirklich Leute, Modern Warfare ist das mit Abstand schlechteste COD, was ich je gespielt habe, was ich je gesehen habe und was ich jemals wieder sehen werde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie noch ein schlechteres Spiel reinbringen. Wenn sie noch ein schlechteres machen,
dann muss ich euch ganz ehrlich sagen, fange ich an zu zweifeln, ob die Menschen, die diese Spiele machen, noch ganz bei Verstand sind. Ich habe 8 oder 9 Tage Modern Warfare durchgespielt. Ich habe, das ist auch ganz wichtig zu wissen, ich habe dem Spiel eine faire, ehrliche Chance gegeben. Es ist nicht so, dass ich es einen Tag gespielt habe, es hat mir nicht gefallen und da habe ich oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, nein! Es ist nicht so, dass ich das Spiel einfach angefangen habe und dann habe ich einen Tag gespielt, das war nicht gut und dann habe ich gesagt, scheiß drauf. Ich habe es über eine Woche durchgesuchtet. Stunden, Leute. Jeden Tag Stunden. Ich habe extra Urlaub dafür genommen. Und ich habe euch auch gesagt, als allererstes, ich werde das Spiel nicht spielen, weil die Beta, am ersten Tag der Beta, und jetzt kommt meine Abrechnung mit einigen. Am ersten Tag der Beta, nach 12 Stunden Spielen, habe ich ein Video hochgeladen und habe gesagt, dieses COD wird schlecht. Und ich wurde von einigen Leuten gehatet, wie es sein kann, dass ich Idiot nach einem Tag Beta genau weiß, wie das Spiel wird. Oh, in die Fresse. Und das fand ich so witzig, weil ich seit so vielen Jahren COD spiele. Ich weiß, wie ein COD wird, an der Beta schon. Einen Monat vor Release des Spiels. Glaubt ihr doch nicht, dass man von der Beta aus irgendwie noch 10.000 Änderungen erwarten darf und 20 neue Features und sonst was. Es war ein Monat vor Beta, ein Monat vor Release. Das bedeutet doch nur eine einzige Sache. Das Spiel ist zu 99% so weit, wie es auch später released wird. Fertig sage ich mit Absicht nicht, weil wir wissen in den letzten Jahren leider, die Spiele sind nicht fertig, wenn sie rauskommen. Oh, 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 nein, 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 nein. Yes! Er ist gestorben. Und ich habe es trotzdem probiert. Ich wollte dem Spiel eine ehrliche Chance geben. Das habe ich getan und ich habe es bereut. Ich habe es wirklich bereut. Die 8 Tage Modern Warfare, dieses, es ist wirklich drin. Da habe ich mir auch von der Beta aus geirrt. Da war ich mir sicher, Skill-Based Matchmaking ist nicht drin. Was es jetzt am Ende ist, kann irgendwie keiner so richtig beschreiben. Wenn man so die letzten Spiele betrachtet, wird man in bessere Lobbys gebracht. Was die Prezi angeht, wird man in bessere Lobbys gebracht. Von der Connection her gar nicht. Also ein völlig schwachsinniges System, was ich mir... Ich kann mir das gar nicht erklären, was der Grund dahinter ist. Und das macht... Die Reichweite vom Reiniger liegt bei mittlerweile 100 Meter. Ich weiß nicht, was sie bei Modern Warfare gedacht haben, aber auf jeden Fall finde ich dieses Spiel dermaßen schlecht, dass ich nach 8 Tagen komplett die Schnauze voll hatte. Und um hier jetzt mal die Abrechnung fertig zu machen. Als allererstes möchte ich einmal erwähnen, ich sage immer meine ehrliche Meinung. Und das erste, was ich gesagt habe am ersten Beta-Tag, dieses Spiel wird schlecht. Und ich habe gesagt, ich werde es trotzdem probieren. Dann habe ich gesagt, weil dieses Leak kam, dass Mikrotransaktionen mit drinne sein werden, habe ich gesagt, es reicht mir. Ich will nicht wie bei Black Ops 4 über den Tisch gehauen werden und das Spiel gefällt mir nicht, ich werde es nicht spielen. Und ich stand zu der Aussage, eine Woche vor Release hat dann Activision gesagt, es wird keine Mikrotransaktionen geben, der gesamte Content ist frei. Ich habe ein Video gemacht, ich habe es euch erklärt und gesagt, der gesamte Content ist frei. Ich möchte dem Spiel damit eine ehrliche, faire Chance geben. Und das habe ich die ersten 8 Tage gemacht. Und wenn ich mir jetzt angucke, was seit dem ersten Tag des Releases für ein Shitstorm über dieses Spiel bei Twitter ist. Die Leute schreiben immer dasselbe. Und auch die Punkte, die ich am Anfang genannt habe. Die Leute campen, weil es 1000 Ecken gibt. Es ist viel zu dunkel. Die Waffenvarianten, die Auswahl ist einfach nicht hoch. Es spielt immer noch die Leute M4. Es gibt nur 5 Waffenslots. Jetzt haben sie überlegt, ob sie einen 10. Waffenslot mit einfügen. Etwas, was seit 20 Jahren normal ist. Dieses Prestige-System, was mir am Anfang schon nicht gefallen hat, ist total langweilig. Man levelt bis 155 und das war's. Und der Content kommt so langsam, dass der Content zwar frei ist, man muss nichts dafür zahlen, es ist aber so wenig Content, dass es eigentlich gar keinen Unterschied macht. Es sind Sachen, die ein normales Game gehören. Es gibt also genug... Das Spiel hat sich aufgehangen? Doch nicht. Es gibt also unglaublich viele Sachen, wo ich ehrlich sagen muss, nichts an diesem Spiel reizt mich. Und ich habe ganz klar gesagt, ich werde nichts hochladen über Modern Warfare, nur um die Abonnenten und die Kohle abzukassieren. Und das habe ich ganz klar kommuniziert und ich habe es durchgezogen. Ich hätte locker wahrscheinlich 25.000, 30.000 Abonnenten haben können jetzt, wenn ich einfach so getan hätte, als würde mir das Spiel gefallen. Und mir wird immer vorgeworfen, ich bin geldgeil. Das bin ich übrigens. Aber wenn irgendjemand von euch meinen Gehaltsnachweis sehen würde, was ich
monatlich verdiene, im Gegensatz zu dem, was ich mit YouTube verdiene, dann würde diese dumme Antwort, ich will ja nur Geld, auch nicht mehr kommen. Weil das, was wir mit YouTube verdienen, will ich euch ehrlich sein, bis zu einer gewissen Größe, ist für einen Arsch, für die Zeit, die man dafür aufwendet. Nichtsdestotrotz, ich bin jetzt wieder hier und das hat, wie gesagt, ein, zwei Gründe. Das erste, ich bin der Auffassung, gerade jetzt, wo hier viel Content free ist bei Black Ops 4, dass sich das durchaus lohnt, dass man hier mal reinguckt. Und es macht mir auch Und es macht mir auch ehrlich Spaß. Das ist Nein, ich weiß, dass er da ist. So schnell kann ich mich auch nicht umdrehen. Ach, Akustiksensor mit Schalldämpfer. Mäh. Also, zum einen, ich denke, es ist durchaus in Ordnung, aktuell Black Ops 4 zu spielen. Denn es ist so das nächste nach WW2. Tobi zockt. Ist das nächste nach WW2. WW2 ist schrecklich. Modern Warfare ist also krebserregend für die Augen. So, du bist tot. Was ist denn hier los? Noobs über Noobs und alle machen mich fertig. Bin wohl richtig schlecht geworden anscheinend. Passiert, wenn man drei Monate nicht spielt. So, einmal, da ist noch einer. Dann holen wir erstmal. Was macht dieser Typ die ganze... Ja. 4-4. Sehr gut. Ich denke, es ist durchaus in Ordnung, wenn man die Nachrichten, die man übermitteln möchte, jetzt via Black Ops 4 macht. Mir macht Black Ops 4 immer noch Spaß. Ich habe es ein Jahr gespielt, trotz allen Kritikpunkten. Und ich muss euch sagen, ich habe immer zu meiner Meinung gestanden. Ich habe euch gesagt, wenn in Modern Warfare Mikrotransaktionen wieder drin sind, könnt ihr das vergessen. Ohne mich dann. Und ich habe es durchgezogen. Ich habe genau das getan. Ich habe... Nein, nicht schon wieder. Ach, Mann. Ich habe wirklich vom 8. Tag des Release bis heute kein Video... Ich habe nicht mehr die PlayStation angemacht. Und ich stehe immer zu meinem Wort. Es gab viele, die haben sich ja dann beschwert. Und das konnte ich gar nicht nach... Digga, die sind... Er steht 8-0. Alle besser als ich. Alle besser als ich. Und ich fand es halt wirklich lächerlich, dass so viele geschrieben haben, er steht nicht zu seinem Wort, er macht doch nur, was er will, bla bla bla. Ich habe genau das getan, was ich von Anfang an gesagt habe, und zwar in der konsequentesten Art und... Och, also... Guten Tag. Oh... Das war fast verhauen. Aber geschafft. Jetzt bin ich auf jeden Fall wieder zurück. Es gibt Nachrichten, die ich an euch weitergeben möchte. Es gibt offene Meinungen. Was noch dazu kommt, da dürft ihr jetzt auch gerne ein Like da lassen. Ich frage ja relativ selten. Ich bin ja seit 4 Monaten stolzer Papa eines kleinen Jungen. Der Junge heißt Jakob. Ist der Stolz der ganzen Familie. Und falls ihr euch fragt, ob das der Grund war, warum ich keine Videos gemacht habe und jetzt einfach irgendwas vorschiebe, nein. Die Zeit, das Zeitmanagement mit meiner Familie, mit meiner Frau funktioniert trotzdem. Da braucht ihr keine Sorge haben. Das ist nicht so, dass ich jetzt einmal ein Video schaffe und dann gar nicht mehr. Das Zeitmanagement ist kein Problem, sondern ich wollte konsequent sein. Das bin ich gewesen. Da ist das Scharfschützennest, gefällt mir. Aber ich habe geguckt, wie das zeitlich möglich ist und es ist zeitlich möglich und ich möchte die Nachrichten wieder an euch weitergeben. Das bedeutet, ihr werdet ab jetzt wieder die... Oh mein Gott. Ihr werdet ab jetzt wieder die ganz normale Shappy-Portion Videos bekommen. Ob es euch gefällt oder nicht, ist völlig egal, wenn ich ehrlich bin. Ich mache wieder genau das, wozu mir der Sinn steht. Es kann durchaus sein... Woher? Keine Drohne, kein Akustiksensor. Er weiß es einfach. Es ist mir persönlich völlig egal, ob es Leuten gefällt. Shakert noch ein bisschen, aber es geht in die richtige Richtung. Ich bin auf jeden Fall wieder da und ich werde wieder genau das machen, was ich vorher gemacht habe. Wenn Dinge scheiße laufen, werde ich sie ansprechen. Ich werde mich auch mit jedem darüber anlegen. Und noch eine kleine Sache. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass viele Leute, viele YouTuber... wenig bis gar keinen Spaß an dem Spiel haben werden und dass sie es kaum spielen werden. Wenn ihr euch die Videos von Haptic mal anguckt, ich glaube, er hat seit Release um die
5 Videos zu Modern Warfare hochgeladen und ihr merkt ihm auch an, er hat einfach gar keinen Bock auf das Spiel. Da habe ich einen Twitter-Post abgelassen und habe einfach nur die letzten 5 Videos von ihm einmal als Screenshot gezeigt und gesagt, ja, er hat ja richtig Bock auf das Game. Dafür wurde ich gehatet, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Warum ich so über ihn rede und... Also erstmal, das wollte ich damals schon, das war mir irgendwann zu blöd. Ich habe hier überhaupt nicht Haptik fertig gemacht. Ich kann ihn total nachvollziehen, dass er keinen Bock auf das Spiel hat. Also nutzt doch, und damit ist jetzt natürlich nicht jeder angesprochen, sondern nur die Betreffenden, nutzt doch euer Hirn mal. Ihr könnt mich ja gerne als Feindbild für vieles sehen. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Denn ich habe ja manche Ansichten, damit provoziere ich auch und das mache ich auch manchmal bewusst und das ist auch in Ordnung. Ihr könnt auch andere Meinungen zu verschiedenen Themen haben. Oh, oh, komm her. Nein, oh nein, ich habe sie noch gesehen. Ihr könnt verschiedene Meinungen zu Themen haben. Ich diskutiere in den Kommentaren gerne. Ihr wisst, ich lese die Kommentare. Aber weg mit dir. Aber was halt gar nicht geht, ist, dass ich nichts Böses mache. Ich schreibe einfach nur, ja, oh nein. Okay, es reicht für heute. Ich sag einfach nur, dass dieses Spiel so schlecht ist und selbst Haptik keinen Bock drauf hat. Und die Leute rasten aus. Also hört direkt auf das, was ich sage. Und lasst es euch durch den Kopf gehen. Wenn euch das Video heute gefallen hat und wenn ihr Bock auf mehr habt, schreibt in die Kommentare, was soll ich demnächst angreifen? Soll ich nochmal ein anderes Spiel probieren? Soll es ein bisschen um COD gehen, aber ich zeige euch Black Ops 4. Ihr habt die freie Wahl, Sheppy ist wieder da und ich hoffe, es wird euch gefallen. Ich bin raus. Wartet. Oh ja, oh ja, oh. Ich bin raus, haut rein.